und herzlich willkommen zu den lustigsten Schlamasseln der Welt. Videos, über die ganz Deutschland lacht. Wissen Sie, was ein Streichelzoo ist? Ja, meistens sind da ja, neben den ganzen kleinen Kindern, Ziegen, Schafe oder Pelikane. Was? Keine Pelikane? Doch? Und das ist wirklich eine afrikanische Schnabeleule? Klar, Schätzchen. Echt ausgestorben. Total selten. Wow. Gib's auf. Meine Dritten bekommst du nicht. Du mieser Tierquäler. So. Au. Oh. Weißt du, worum sich Raben streiten? Um Körner, Würmer, Kleinigkeiten. Eine sensationelle Archivaufnahme aus einem osteuropäischen Archiv enthüllt endlich die Gründe für Barbara Streisands lebenslange Abneigung gegen das Gassigehen. Als Extrafrüchtchen legt sich Erntehelfer Pfaffelhuber erst ins Zeug und dann obendrauf. Nach der Feldbegehung im Winterweizen folgt der Hochseilakt auf den Resten der Blautanne. So. Also, nächster Schritt hier. Und Walter setzt sich unbekümmert über die Gesetze der Botanik hinweg. Na, dieser mickrige Hubbel wird doch wohl zu schaffen sein. Geiler Mief, echt? Merkst du schon was? Na? Was denn? Nachbar Habenicht ist kinderlos geblieben. Entsprechend steht er für sinnloses Gefuchtel bereit, wenn jemand rodelt. Durch ihr frühes Abtauchen versäumt Schwiegermama Berger die rare Gelegenheit, die Unterseite eines Familiensandwiches abzugeben. Och, was mache ich eigentlich hier? Ich habe die dumme Dunsel doch noch nie leiden können. Ist denn kein Wurmloch in der Nähe? Könnte sich nicht einfach alles auflösen? Tschüss. Hier geblieben, du Strolch! Rico kam nicht weit, aber für Astrid war die Zeremonie erstmal gelaufen. Nicht traurig sein, Kindchen, wir holen jemand anderen. So. Kann ich vielleicht irgendwas trinken oder so? Komm, Junge, kannst auch mich heiraten, wenn du willst. Ob es Helga wohl gelingt, das protzige Fruchtbarkeitssymbol an der Zimmerdecke zu treffen? Tja, Pipi machen will gelernt sein. Wenn sie mal groß ist, wird sie eine Freundin haben, die in solchen Fällen immer mitkommt. Da oben soll die Luft irgendwie besser sein, hat Mimi im Internet gelesen. Eine Messeneuheit von der Interkinderhassa 2007. Freunde, es war großartig. Dieser neu entdeckte Planet ist eine Wucht. Die Beine der Space Girls hören gar nicht mehr auf. Es geht los, liebe Meeresbiologen. Luft anhalten, Augen auf. Die sind zu moppelig für einen weiteren Mitfahrer. Das sehe ich doch von hier aus. Ich hätte jetzt gern noch ein Würstchen. Hey, nasser Mann, hol uns was zu essen. Peterwürstchen. Ui. Ui. Komm. Man muss es Frau Huppert schonend beibringen, wenn sie wieder mal ein Bad nötig hat. So, als Gastronom hat man ja ein großes Problem. Man kriegt einfach kein fähiges Personal mehr. Und wieder ein Sahnetortenwurf in unschuldiges Gesicht heldenhaft verhütet. Was macht eigentlich Peter lustig? Keine Ahnung. Auch Herr Kindervater, der als Kaninchentherapeut in Bad Homburg lebt, hat ihn ewig nicht gesehen. Man muss den Urwald gleich den ganzen in den Salon hinein verpflanzen.
Beschwingt durch die hohle Zuversicht seiner Körpergröße nimmt es Niblo heute mit den kleinen Biestern der Meere auf. Die Filmhochschüler von Ludwigsburg hatten dieses Jahr die Aufgabe, den Stimmungsschlager Unser Bernardiner ist ein Dalmatiner zu dramatisieren und dabei auf die Wichtigkeit von Tischmanieren im Internetzeitalter hinzuweisen. Heute wird Baldurchin zum ersten Mal bewusst auf Vitamine treffen und die gegenseitige Sympathie wird sich in Grenzen halten. Kein Taschengeld mehr dieses Jahr? Den Zahn ziehe ich der Alten. Hoppla! Endstation Abladeplatz für Lausebengels. Mal zwei Baulöwenbabys. Es sind Clips wie diese, die den Bildungsbürger gegen Cartoons aufbringen. Feldmann Junior glaubt, den kürzesten Weg nach Solingen zu kennen. Aber Familie Strobel hat das dickere Schlauchboot. 16. September und immer noch kein Osterei gefunden. Jetzt aber schnell. Bei dem Wetter ist kaum jemand unterwegs. Ideale Gelegenheit, die DDR-Hosenmode aufzutragen. Was hat er vor? Ich weiß es auch nicht und ich habe den Film schon 4-mal gesehen. Guck mal, der Bubikopf ist schon wieder gewachsen. Eilig macht sich Linda auf den Weg zum Obst- und Gartenbauverein, um Bescheid zu sagen. Das Motorrad, einst Inbegriff der Coolness, ist zum Statussymbol dicker Bärchen mit Rauschebart verkommen. Was bleibt, ist das Skateboard. Letzter fahrbarer Untersatz der Hotten wie der Obercoolen gleichermaßen. Als pubertierender Nasebohrer, da hat man ja Träume. Oh, und was für welche. Zum Beispiel so einer ganzen Cheerleader-Truppe unbeobachtet beim Training zusehen. Was für eine Vorstellung. Ja, da bläst's einen glatt weg. Irgendwo zwischen Amüsement und Amüsement ist diese Volkstanzgruppe angesiedelt. Und das hilft wirklich gegen Fußpilz? Und Hämorrhoiden. Das ist der berühmte Junge auf dem Delfin. Suche den Fehler. Mensch, hab ich einen Durst. Flatrate saufen im Stadtpark, na, das kann ja wieder dauern. So, die sitzt fest. Mir ist die letzte Ente geklaut worden, das sag ich dir. Hier halt mal die Kanne. Dabei war es doch nur ein Scherz, als Vater Ferch meinte, der Stuhl würde die Hüften schrumpfen lassen. Komm zurück, ich hab doch nur Spaß gemacht. Das ist doch der Freisinger. Tatsächlich, der wird doch schon seekrank, wenn er die Gummiente zu Wasser lässt. Das Gehirn eines Straußen ist kleiner als sein Auge.
nutzt jetzt gerade nichts, ist aber lustig zu wissen. Finden Sie nicht? Keck das Wort und forsch das Gewand. Macht sich Mareike auf, den berüchtigten Rosenheimer Niagara-Kiesel zu besteigen, der einem Nierenstein des bayerischen Waffenhändlers Franz Josef Strauß nachgebildet ist. Hinter dieser Kante liegen 300 Snowboarder, wüst ineinander verkeilt. Das geht echt zu flott. Kundige Beobachter glauben, dass im gelb-russischen Holter die Polja ein Militärputsch unmittelbar bevorsteht. Die letzten tapferen aus der Reihe Tanzer, die bis hierher durchgehalten haben, treten den Endspurt auf die Andenkenbude an. Gut, unser Lach- und Spaßland ist noch nicht ganz fertig, aber Sie, liebe Besucher, sind doch unser größtes Kapital. Und das Freibier kostet heute nur 6,50 Euro. Na, für den Preis, da gehe ich doch gleich hier. Hey, nee, zurück, doch nicht, umdrehen. Hey, die Motten! Die neue Lichtschrankentechnik spürt jeden Schwarzfahrer auf, garantiert. Balduin, der Trockenschwimmer. Nun spring doch, Gerhard, eingeölt bist du schon, jetzt musst du nur noch paniert werden. Na, in Gottes Namen. Man möchte durchs Leben wandeln mit Stil und Eleganz. Erblühen bloß dann und wann, dafür mit exotischem Glanz. Wie, einfach aussteigen hier? Nee, Kamerad. Das ist doch scheiße. Es gibt ja eine Menge Leute, die sich vorstellen, im Alter eine schöne Finca auf Mallorca zu haben. Mit einem kleinen Olivenhain, ein paar Pferden und herrlicher Aussicht. Was für ein Blödsinn. In Reda-Wiedenbrück ist doch genauso schön. Also, fast. Na, den kennen wir doch. Wie sagt doch der schlecht rückübersetzende deutsche Trendgrammatiker, willkommen zurück in Reda-Wiedenbrück. Der Winter wird von den Bürgern besonders geliebt. Der Kleinstadtteich verwandelt sich in ein Forum der Generationen. Und die vernünftigeren Mitglieder der Haushalte können endlich mal in Ruhe die Bude aufräumen. Redensarten wie Elefant in der Eisdiele oder Scherben bringen schlechten Sex können in freier Natur taktil erfahren werden. Der ganze Ort ist in Kicherlaune. Und auch Herr Olm von der Initiative zur Abschaffung der Einbahnstraßen lässt es heute richtig krachen. Oh, die Praktikantin des Wiedenbrücker Börsenkuriers hat ein Newsflash für uns. Volle Deckung, der Frühling kommt. Und da ist er auch schon. Wie schon in den letzten 14 Jahren ist auch in diesem Jahr braun die bestimmte Farbe der schönen Jahreszeit. Frau Hallhuber von der Theaterakademie weiß es natürlich besser. Forsch setzt sie dem tristen modischen Uniformismus ihre komplementäre Fröhlichkeit entgegen. Bei der anschließenden Stärkung in Mannis Promilleparadies sind dann freilich alle wieder ein Herz und eine Seele. Das ist übrigens Professor Bakterius, Gastdozent der Autoknackerwerkstatt Altich und Partner, bei der Einweihung der nach ihm benannten Ehrenrutsche. Zu Ehren des Gastes wird in der Zwischenzeit der Anstich der von ihm mitgebrachten Plutoniumbowle vorgenommen. Obacht, so wird das Ganze ab. Beaker, der Assistent des Gelehrten, vergnügt sich unterdessen in der Innenstadt. Erste Fanclubs bilden sich sogleich wie Kalkablagerungen in einer Kaffeemaschine. Und sowas passiert nicht zum ersten Mal. Die Dame, die Sie gleich kennenlernen werden, ist noch vom letzten Sabine Christiansen-Besuch der Stadt im Jahre 1998 übrig. Das Fässchen des Professors ist mittlerweile erfolgreich geöffnet und unters Volk gebracht worden. Zum Beispiel an diese verdiente Buffet-Dame. Die Wirkung des Gebräus ist durchschlagend. Leichtsinn heißt nun die Parole und die Gartenarbeit kann warten.
Besonders heilsam erwies sich der Shake für den bis dato völlig verschüchterten BWL-Studenten Elmo Gödelt, der seither auf alle zugeht, dass es eine Freude ist. Auch die unteren Chargen des örtlichen Einzelhandels erfahren endlich die Aufmerksamkeit, die ihnen zusteht. Ja, da. Geiler Mann, was hier? Guck mal, Bart ist ab. Hey! Ich war das gar nicht. Professor Bacterius hat inzwischen seine Tarnkappe aufgeschraubt und fröhlich die Heimreise angetreten. Und man fühlt sich fast ein bisschen wie am Ende eines Pantau-Abenteuers. Dabei waren wir doch nur zu Besuch. Zu Besuch in Reda Wiedenbrück. Hopp, 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 Pferdchen lauf galopp. Über Stock und über Stein, schmeiß ihn in den Dreck hinein. Und nun heißt es wieder, auf hohem Ross mit bürgerlichem Gebiss. Der härteste Wettstreit seiner Art. Auf der Startnummer 10, Risi aus Mösbach mit Heu, heu, wie ich mich freu. Lollo der Lulat startet auf der 9 mit Linkes Auge blau. Ja, beim Soupé erlebt man tolle Sachen, erklärt uns Fucki Blacksberger auf der 8. Die Startnummer 7 ist zum dritten Mal dabei, bitte nicht wieder wählen. Wenn ich dich nicht halten kann, die Startnummer 6 mit Frodo Kleinfuß. Sie hat uns beglückt mit Schlagern wie Ach Wölfilein oder Kassel zur Unzeit. Rita Maredo auf der Startnummer 5. Galoppchen mit Moppelchen, die Startnummer 4. Und hier sehen wir die endgültig letzte Strophe von Gonzo und Du wilder Reiter, du. Heini Hein entzückt uns mit Tortenschlacht in Entenhausen auf der Nummer 2. So schmeckt die Pleite. Sonja Stopfkuchen auf Gänseblümchen auf der Startnummer 1. So ein modernes Auto ist ja schon ein Wunderwerk der Technik. ABS, damit man auch bei einer Vollbremsung lenken kann. ESP, damit die Karre nicht ausbricht. Naja, und Überrollschutz für den Fall der Fälle. Ja. Kann man das eigentlich auch in ein Kanu einbauen? Guck, wir sind schon wieder die Letzten. Ist das etwa meine Schuld? Ja, klar. Pass auf, da ist die Reisegruppe aus Gummersplan. Ein Wattwurm, den mache ich tot. Ach, lass doch, komm. Grüne Äpfel, dann nehme ich welche mit. Daraus kann man Shampoo kochen. Gabi, die gehören uns doch gar nicht. Na. Erstmals auf der Bühne. Das große Erdbeben von 1916 erreicht die Waltons. Kritik und geologische Fachwelt horchen gleichermaßen auf. Der Aufprall wird eh wieder peinlich. Also sollte man posen, solange es geht. Das ist natürlich viel zu kompliziert für das arme Tier. Aber die Kratzbaumdesigner mögen einfach keine Katzen. Unterm Baum wäre sie ein schlechter Scherz. Im Geäst ist sie einfach nur eine kleine Nervensäge. Aber süß. Komm da raus, sonst hol ich die WC-Ente und dann hast du ausgekichert. Mach nur, Alte, das ist es mir wert. Oh, großartig. Ach, hier die Spülung. Der Poppelhorster Kreisel, Nistplatz der Teufelskerle. Bin ich denn doof oder was? Prima, dass er es selber merkt. Schön langsam, Stinky. Wir kommen noch früh genug zu spät. Nun sehen Sie sich bloß dieses verletzungsträchtige Treiben an. Ein Glück, dass das zumindest auf unserem Planeten bald ein Ende hat.